Mit einem Schlag war mein Leben aus den Fugen geraten. Es herrschte völlige Verwirrung und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Gestern Abend fing alles an. Ich kam von der Arbeit nach Hause. Ich warf mein Abendessen in die Mikrowelle und ließ mich in den Liegestuhl fallen. Als ich das tat, fühlte ich mich genau wie mein Vater. Als ich aufwuchs, hatte er seinen speziellen Stuhl, auf den sich niemand sonst setzen durfte. Und in den er sich am Ende eines jeden Arbeitstages sinken ließ. Mit diesem Gedanken nahm ich den Hörer in die Hand und rief ihn an. Wie auch immer, es fühlte sich wichtig an, ihn in diesem Moment anzurufen, auch wenn ich mir nicht genau sicher war, warum. Als ich mein Handy in die Hand nahm, wählte ich die Kurzwahltaste, die immer für ihn bestimmt war. Aber ich erlebte eine Überraschung. Das Handy klingelte überhaupt nicht. Das bedeutete, sein Telefon war aus. Und das war aus mehreren Gründen ungewöhnlich. Erstens ging mein Vater normalerweise immer ans Telefon, wenn ich anrief. Es spielte keine Rolle, ob es morgens oder nachmittags war. Er ging eigentlich immer ran. Ich kann mich jedoch an ein paar Gelegenheiten erinnern, bei denen er das nicht tat. Aber in diesen Fällen klingelte das Telefon wenigstens. So war es wirklich seltsam. Dann begann ich mich zu fragen, ob die finanzielle Situation meiner Eltern der Grund dafür war, dass sie ihren Handyvertrag gekündigt hatten oder so. Sie hatten ein wenig zu kämpfen und ich hatte ihnen geholfen, so gut ich konnte, aber sie sind beide sehr stolze Menschen. Sie sagten mir und meinen Geschwistern nicht gerne, wenn es ihnen schlecht ging. Ich wusste jedoch, dass sie Probleme hatten, denn schließlich sprachen sie mich darauf an, außerdem war es irgendwie offensichtlich. Ich gebe zu, dass ich schon immer ein Mensch war, der sich Sorgen um seine Eltern gemacht hat. Egal wie es ihnen ging, ich wollte einfach immer sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Sie haben mich wirklich gut erzogen und ich möchte sie auch stolz machen. Deshalb habe ich mir einen Job gesucht und helfe ihnen auch weiterhin, ihre Rechnung zu bezahlen. Also fragte ich mich, ob sie dennoch ihre Handyverträge gekündigt haben, um das Geld einzusparen, aber dieser Gedanke wurde schnell wieder verdrängt. Ich meine, das hätten sie mir wahrscheinlich schon gesagt. Meine Mutter würde bestimmt nicht wollen, dass ich mir Sorgen machte, wenn ich keine Antwort von ihnen bekäme. Zuerst dachte ich daran, zu ihrem Haus zu fahren, um mich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war. Aber dann dachte ich einfach daran, zu versuchen, später anzurufen. Es könnte einen anderen seltsamen Grund geben, den ich nicht kannte. Zumindest hoffte ich das. Und egal wie sehr ich mich um meine Eltern sorgte, ich musste mich daran erinnern, dass sie erwachsen waren. Ich konnte sie nicht ewig beschützen. Also schaltete ich mein Handy aus und legte es auf den Couchtisch. Ich wollte üben, Grenzen zu setzen. Meine Hand wechselte von einem elektronischen Gerät zum nächsten, als ich die Fernbedienung nahm und den Fernseher einschaltete. Und in diesem Moment änderte sich alles. Auf dem Bildschirm meines Fernsehers war ein Foto von mir selbst zu sehen. Ich zog verwirrt die Augenbrauen zusammen und schaute auf mein Handy, um sicherzugehen, dass ich nicht irgendwie Airplay oder sowas eingeschaltet hatte. Doch das klassische rot-weiß-blaue Nachrichtenbanner, das jeder kannte, der schon mal News geschaut hatte, sagte mir etwas anderes. Ich las den Bildschirm und rieb mir die Augen, während ich dem Nachrichtensprecher zuhörte. Er sprach über mich. Amelia Brown wird seit gestern Nachmittag vermisst. Ihre Eltern haben die Polizei alarmiert, nachdem sie in ihrer Wohnung ein Chaos vorgefunden hatten. Als der Nachrichtensprecher dies sagte, fiel mir das Herz in die Hose. Worüber sprachen sie da? Redeten sie wirklich über mich? Das konnte nicht sein. Ich wusste nicht warum, aber sie taten das. Das Foto auf dem Bildschirm zeigte mich bei meinem College-Abschluss. Aber im Gegensatz zu dem, was der Moderator sagte, war in meiner Wohnung alles in Ordnung. Ich war ja gerade hier. Und meine Eltern hatten in den letzten paar Tagen nicht einmal versucht, vorbeizukommen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich sie sogar seit 2 Tagen nicht mehr gesehen. Meine Mutter hatte noch erwähnt, dass sie am nächsten Morgen vorbeikommen würde, als wir telefonierten. Sie sagte, dass sie etwas für mich mit der Post schicken würde. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass ich verwirrt war. Aber ich konzentrierte mich wieder auf den Nachrichtensender, um zu hören, was der Moderator noch über mich zu sagen hatte. Die Eltern und Geschwister von Amelia Brown bitten um Hinweise. Wenn jemand sie gesehen hat, wenden sie sich bitte an die Nummer, die unten auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie ist 1,70 Meter groß, hat braune lockige Haare, ein hellbraunes Haar und strahlend blaue Augen.
Sie trägt normalerweise Freizeitkleidung und fährt einen schwarzen Honda aus dem Jahr 2017. Jede Information, die zu ihrem Aufenthaltsort führt, wird von ihrer Familie und der örtlichen Polizei sehr geschätzt. Bitte melden Sie sich, wenn Sie etwas wissen. Bis zu $10.000 Belohnung wurden ausgesetzt. Offensichtlich entsprach diese Beschreibung mir. Ich wusste, wie ich aussah. Und während der Moderator sprach, machte ich mir umso mehr Sorgen. Also nahm ich mein Handy in die Hand und rief die Nummer an, die unten auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Ich musste ihnen sagen, dass ich nicht vermisst wurde. Alle sollten wissen, dass ich in Sicherheit war, damit die ganze Sache ein Ende haben würde. Aber als ich den Hörer abnahm und die Nummer wählte, hatte ich das gleiche Problem wie bei dem Versuch, meinen Vater anzurufen. Es klingelte einfach nicht. Vor lauter Wut warf ich mein Handy auf den Boden und beschloss, einfach zu meinen Eltern zu fahren. Sie hatten irgendwie Kontakt zur Polizei und wenn ich bei ihnen zu Hause auftauchte, dann konnte ich die ganze Sache wohl aufklären. Ich rannte also zu meiner Haustür, um meine Schlüssel zu holen. Sie hingen dort immer, aber an diesem besonderen Abend waren sie nicht dort. Ich zerbrach mir den Kopf darüber, wo sie sein könnten, und entschied mich dann einfach zu meinen Eltern zu laufen. Es waren nur 10 Minuten und es würde mir die Möglichkeit geben, mich ein wenig abzukühlen. Also beschloss ich, das zu tun. Ich zog meine Schuhe an und ging zur Tür hinaus. In dem Moment, in dem sich die Tür hinter mir schloss, war alles auf der Welt ein bisschen seltsamer als sonst. Ich fragte mich, ob irgendwann ein Nachrichtensender mein Haus stürmen würde. Kameras vor der Einfahrt oder so. Als ob sie hier schon warten würden. Aber es war niemand da. Nein, ich hatte nur ein seltsames Gefühl, das in der Luft schwebte. Ich begann also meinen Spaziergang zum Haus meiner Eltern. Ich ging meine Sackgasse hinunter und bog dann links in die Hauptstraße über einen kleinen Seitenweg ein. Dieser verband mein Haus mit dem meiner Eltern. Auf dem Weg dorthin konnte ich die Fernseher meiner Nachbarn sehen, auf denen derselbe Sender lief, den ich mir angesehen hatte. Durch die Fenster konnte ich Bilder meines Gesichtes auf ihren Bildschirmen sehen. Einige von ihnen zeigten in die Richtung meines Hauses. Alle schienen schockiert zu sein, aber nicht so schockiert wie ich. Ich begann mein Tempo zu beschleunigen. Ich wollte so schnell wie möglich zu meinem Elternhaus kommen und dieses ganze Chaos endlich aufklären. Ich wollte, dass es vorbei war. Nicht damit die Polizei ihre Ermittlung einstellte oder Ressourcen sparte, sondern um meines eigenen Seelenfriedens willen. Irgendetwas fühlte sich nicht richtig an. Als ich links in die Hauptstraße einbog, da sah ich, dass alle Geschäfte in der Hauptstraße mit Fernsehern und Bildern von mir ausgestattet waren. Vorher hatte ich das Gefühl, dass es sich nur um einen dummen kleinen Zwischenfall handelte. Aber jetzt, als sich alles vor meinen Augen abspielte, da fühlte es sich sehr real an. Als meine Füße auf dem Betonpflaster aufschlugen und die Geräusche der Stadt, in der ich lebte, meine Ohren erfüllten, da fragte ich mich, ob mich jemand erkennen würde. Ich hoffte, dass jemand mich anhalten würde und sagen würde, »Oh, Sie sind Emilia Brown, lassen Sie mich einfach die Polizei anrufen und wir werden die ganze Sache klären.« Ich lief eine Straße hinunter und bog dann nach rechts ab und schon war ich auf ihrer Straße. Die Vertrautheit ihrer Straße beruhigte mich ein wenig. Ich war hier aufgewachsen. Ich kannte jeden Meter davon. Jetzt rannte ich aber. Ich war fast außer Atem. Ich wollte endlich ankommen. Als ich an ihrer Haustür ankam, fragte ich mich, was ich überhaupt sagen sollte. Wenn sie wirklich dachten, dass ich vermisst würde, dann würde das ein unglaublich seltsamer Moment werden. Ich klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Ich konnte sehen, dass drin Licht brannte. Also wusste ich, dass sie da drin waren. Ich zog meinen Schlüssel heraus und schloss die Tür auf. Ich ging hinein und hoffte, sie beide im Wohnzimmer oder am Esstisch zu finden. Dort waren sie normalerweise um diese Uhrzeit. In meiner Vorstellung würde ich einfach reingehen, sie würden aufspringen und wir würden uns alle umarmen. Als ich hereinkam, schien alles normal zu sein. Nur meine Eltern fehlten. Der Fernseher war an und die Fernbedienung war an dem Platz, an dem sie immer war, wenn mein Vater gerade vor dem Fernseher saß. Aber eine Sache fehlte. Er selbst. In der Küche kochte noch Wasser, aber meine Mutter stand nicht mehr vor dem Herd und beobachtete das Geschehen. Nein, das Haus war komplett leer. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich spürte, wie mich Panik überkam.
Mein Herz raste und mein Magen sackte in sich zusammen. Sollte ich warten? Oder sollte ich einfach wieder nach Hause gehen und versuchen, sie später wieder anzurufen? Ich sah, wie auf dem Fernsehbildschirm meiner Eltern derselbe Nachrichtensender aufblinkte, den ich zu Hause gesehen hatte. Und wieder war dort ein Bild von mir. Der Reporterin zufolge leitete die Polizei eine Untersuchung ein, um mich zu finden. Und sie begann ihre Ermittlung in meinem Haus. Ich sah, wie die Nachrichtenwagen mein Haus umstellten und die Polizei meine Haustür öffnete. Statt meine Eltern zu finden, schien mir das jetzt viel dringender zu sein. Wenn die Polizei dort war, bei mir zu Hause, dann konnte ich die ganze Sache endlich aufklären. Ich könnte es auch in den Nachrichten bringen, damit es alle wissen. Natürlich war ich frustriert, dass meine Eltern nicht da waren. Ich wollte, dass sie wissen, dass es mir gut geht. So sehr ich mir auch Sorgen um sie machte, wusste ich, dass sie sich noch viel mehr Sorgen um mich machten. Der Gedanke, dass ich vermisst wurde, war sicher zu viel für die beiden. Ich war hin und her gerissen, ob ich bei ihnen zu Hause bleiben oder zu mir zurückkehren sollte, aber ich dachte mir, dass ich mich besser absichern würde, wenn ich einfach nach Hause ging. In aller Eile rannte ich aus ihrer Haustür und sprintete den Weg, den ich eben noch in die andere Richtung gegangen war, zurück zu meinem Zuhause. Wieder einmal war ich außer Atem, als ich in die Straße zu meinem Haus einbog. Als ich dort ankam, war es sehr seltsam. Ich hatte gesehen, dass alle Nachrichtenwagen draußen im Fernsehen zu sehen waren. Ich hatte gesehen, dass die Polizei in mein Haus ging. Sie wollten herausfinden, wohin ich gegangen war. Ich hatte sogar im TV gesehen, dass das vertraute gelbe Band, das man aus den Filmen kennt, um mein Haus gewickelt war. Aber als ich in meine Straße kam, war es totenstill. Es war niemand da, einfach keine Menschenseele. Ich wusste, dass es unmöglich war, dass die Polizei auftauchte und dann so schnell wieder weg war. Das ergab einfach keinen Sinn. Erschwerend kam hinzu, dass vor meinem Haus immer noch ein seltsames Gefühl in der Luft lag. Ich lief in mein Haus und sah mich um. Es war anders, als ich es verlassen hatte. Meine Hintertür hatte ein kaputtes Schloss und auf den Fliesen in meiner Küche waren überall Blutflecken. Eine lange Blutspur zog sich von meinem Wohnzimmer über den Teppich, dann durch die Küche und dann wieder durch die Hintertür hinaus. Woher kam das und was war hier los? Mein Herz begann zu rasen, nicht von dem Sprint eben, sondern vom puren Schock über meine neue Realität. Ich sah mich in meinem Haus um, um zu sehen, ob es noch mehr Hinweise darauf gab, wer hereingekommen und wer herausgeschleppt worden war. Aber alles, was ich auf dem Boden meines Wohnzimmers finden konnte, war meine eigene Halskette. Sie war in zwei Teile gerissen und auf den Boden geworfen worden. Ich hob sie auf und hielt sie in der Hand. Sie führte nach draußen aus dem Haus heraus. Ich ging die zwei Stufen hinunter, die zu meinem Hinterhof führten, und wich nur knapp der roten Blutlache aus, die das Holz durchdrängte. Ich drehte meinen Kopf nach links, aber sah nichts. Und dann sah ich rechts die bisher größte Blutlache. Es war in das Gras und tief in die Erde eingedrungen. Ich hatte das Gefühl, einen Herzinfarkt oder so etwas zu bekommen. Die Ereignisse, die sich seit meiner Heimkehr von der Arbeit abgespielt hatten, waren einfach nur wahnsinnig. Ich konnte kaum nachdenken, denn ich hatte viel zu viel Angst. Mein Adrenalinspiegel stieg, ich rannte zurück ins Haus und schlug erstmal die Tür hinter mir zu. Die Blutspuren überwältigten mich, während ich zusah, wie sich mein Fernseher von selbst einschaltete. Was war hier los? Ich saß auf meiner Couch und mied meinen Sessel, der mit einer tiefroten Flüssigkeit getränkt war. Wahrscheinlich auch Blut. Auf der Couch sah ich, wie dieser Nachrichtensender, von dem ich übrigens feststellte, dass es ein neuer TV-Sender war, immer noch zeigte, wie die Polizei in mein Haus kam. Aus irgendeinem Grund hatten sie den Tatort live übertragen, oder zumindest rückwirkend live. Es musste eine Wiederholung sein, etwas anderes ergab keinen Sinn. Ich glaube, sie wollten, dass die Leute wissen, was vor sich ging. Als die Kameras in Echtzeit durch mein Haus liefen, ertappte ich mich dabei, wie ich nachsah, ob sie noch in der Nähe waren. Im TV traten sie durch meine Haustür und schwenkten durch mein Wohnzimmer. Die Blutspuren waren alle auf der Kamera zu sehen, aber ich war nicht zu sehen.
Das Objektiv hätte mich zeigen sollen, wie ich auf der Couch saß, zumindest wenn es wirklich live gewesen war. Aber stattdessen sah ich mein Zuhause, wie es eben aussah, mit eingeschaltetem Fernseher sogar, aber ohne mich. Was zur Hölle war hier los? Das war das Creepyste, was ich jemals erlebt hatte. Ich stand auf und winkte. Irgendwie dachte ich, das würde sie auf meine Anwesenheit aufmerksam machen, aber das tat es nicht, denn ich konnte sie nicht sehen. Es war alles viel zu verwirrend. In den nächsten 2 Tagen verfolgte ich, wie die Nachrichten über mein Verschwinden berichteten. Ich konnte kaum schlafen oder essen, als sich der Fall vor meinen Augen entfaltete. Es begann mit den Entdeckungen, die die Ermittler machten. Sie stuften es als möglichen Mord ein, aber ohne Leiche war es unmöglich zu wissen, ob ich noch lebte oder nicht. Aber ich wusste, dass ich lebte. Ich wusste nur nicht, wie ich es jemandem mitteilen sollte. Den Nachrichten zufolge waren die letzten Menschen, die mich sahen, meine Eltern. Als ich am Montagabend mit ihnen zu Abend aß, dann kam meine Mutter am späten Dienstagmorgen vorbei, um etwas bei mir abzugeben. Ich hatte an diesem Tag Homeoffice, also hätte ich eigentlich dort sein müssen, wäre es aber nicht gewesen, sagte meine Mutter. Das stimmte aber nicht. Ich hatte im Büro gearbeitet. Es war eine Änderung in letzter Minute. Ich war gebeten worden, ins Büro zu kommen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, war auch das Büro leer. Wie seltsam. Jedenfalls sagte meine Mutter, als sie klopfte und ich nicht antwortete, dass sie ein komisches Gefühl bekam. Sie erzählte dem Reporter, dass etwas in ihrem Bauch ihr sagte, sie solle die Tür öffnen. Natürlich hatte auch sie einen Schlüssel zu meiner Wohnung, also öffnete sie die Tür. Und vor sich sah sie ein grauenhaftes Bild. Ich konnte sehen, wie ihr die Tränen in die Augen stießen, als sie beschrieb, was sie durchmachen musste. Ich hatte Mitleid mit ihr. Ich wollte sie umarmen und ihr sagen, dass es mir gut geht, aber stattdessen steckte ich in diesem seltsamen Zwischenzustand fest, in dem ich niemanden finden konnte, ich mit niemandem Gefühl kommunizieren konnte. Ich beobachtete, wie meine Mutter und mein Vater sich eng aneinander drückten, während der Nachrichtensprecher einige Fragen über mich stellte. Ihre Augen füllten sich jetzt mit Tränen und die Angst in ihren Gesichtern war fast zu groß, um sie zu ertragen. Ich dachte daran, den Fernseher auszuschalten, aber ich konnte es nicht. Ich musste alles wissen. Ich musste mir alle Details genau ansehen, um herauszufinden, wie ich endlich allen sagen konnte, dass es mir gut geht. Egal, wo ich hinging, schien niemand da zu sein. Die letzten Leute, die ich gesehen hatte, waren diejenigen, an denen ich vorbeigelaufen war, als ich zum Haus meiner Eltern ging. Aber ansonsten war es wie eine Geisterstadt. Die Reporter interviewten meine Eltern noch eine Weile und gingen den Fall durch. Sie sprachen mit der Polizei, meinen Nachbarn und meinen Kollegen, die alle sagten, dass ich an diesem Tag nicht da war. Aber alle sagten das Gleiche über mich. Sie sagten, ich sei nett und hätte es nicht verdient, dass mir etwas Schlimmes zustößt. Sie beschrieben mich als umgänglich und lebenslustig. Aber in ihren Stimmen lag auch immer ein Unterton von Traurigkeit. Nicht nur irgendeine Art von Traurigkeit, sondern die Art, die mit Trauer um einen Tod einhergeht. Es schien, als ob sie alle dachten, ich sei bereits tot. Und es war normal, dass sie das auch dachten. Alles, was in den Nachrichten über mich und mein Verschwinden gesagt wurde, deutete darauf hin, dass mich jemand ermordet hatte. Und dieser Gedanke jagte mir ein Schauer über den Rücken. Ich konnte nicht glauben, dass dies geschah. An diesem Abend, 2 Nächte, nachdem ich die erste Nachrichtensendung über mich gesehen hatte, setzten meine Eltern eine weitere Belohnung von $5.000 aus. Das war genug, um mich völlig aus dem Konzept zu bringen. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass sie mit Geldproblemen zu kämpfen hatten. Und ich weiß, wie sehr sie mich finden wollten, aber eine Belohnung würde ihnen nicht helfen. Zusätzlich zu den Interviews meiner Eltern in den Nachrichten meldete sich der Polizeichef. Er sagte, dass sie keine besonderen Hinweise finden konnten. Und die Polizei selbst hatte eine Belohnung von $10.000 aufgegeben. Sie wollten unbedingt herausfinden, wo ich war. Aber ich saß einfach hier und schrie den Fernseher an, dass ich noch am Leben war. Aber niemand schien mich zu hören. In dieser Nacht schlief ich auf der Couch ein und wurde durch etwas Seltsames geweckt.
Gegen 1 Uhr morgens hörte ich ein Klopfen an meiner Tür. Es war streng, aber leicht. Das Klopfen war fast anmaßend, so wie man es tut, wenn man weiß, dass jemand zu Hause ist. Mein Herzschlag setzte fast aus. Wollte mich endlich jemand sehen? Würden sie endlich mit mir reden können, damit ich alles aufklären konnte? Der Albtraum dauerte nun schon fast 4 Tage und ich wollte einfach nur, dass er endlich vorbei war. Egal, was ich bisher getan hatte, es hatte nichts geholfen. Jetzt öffnete ich die Tür. Als die Tür aufschwang, da sah ich jemanden, dessen Gesicht ich zwar erkannte, aber nicht genau zuordnen konnte. Es war ein Mann mit einem seltsamen Lächeln. Es war leicht schief und seine Zähne waren alle aus dem Gleichgewicht. Er trug ein kariertes, kurzärmeliges Hemd mit Knopfleiste, das er wahllos in seine Khaki-Hose gesteckt hatte. An den Füßen trug er diese großen, klobigen, weißen Dad-Schuhe. Er sah aus wie aus einem Zeichentrickfilm. Er streckte langsam seine Hand aus und schüttelte meine, bevor ich überhaupt etwas sagen konnte. Seine Finger fühlten sich kalt an und jagten mir ein Schauer über den Rücken. Ich spürte, wie sich auf meiner ganzen Haut eine Gänsehaut bildete. Hallo, sagte ich und begrüßte ihn. Kann ich Ihnen bei etwas helfen? Amelia, es ist so schön, dich wiederzusehen, sagte er. Seine Stimme schwebte quasi in der Luft, während er ein Lächeln aufsetzte. Er neigte seinen Kopf leicht, als er mit mir sprach. Es war gerade genug, um die kahle Stelle auf seinem Kopf zu sehen. Ich war neugierig, warum er das Wort wieder sagte. Ich wusste, dass ich ihn irgendwie wiedererkannte, aber ich dachte, dass er vielleicht nur eines dieser Allerweltsgesichter haben könnte. Wie geht es dir? Sagte ich und versuchte, nicht so zu tun, als ob ich ihn nicht kennen würde. Ich wollte seine Gefühle nicht verletzen. Mir geht es gut. Ich wollte nur mal nachsehen, wie es dir geht, sagte er. Ich betrachtete sein Gesicht und bemerkte, wie schief seine Brille war. Die sah allgemein komisch aus. Das Metallgestell war an 2 Stellen zusammengeklebt, als ob jemand mal da drauf getreten hätte oder so. Nach jedem Satz verzog sich sein Gesicht zu einem breiten Lächeln. Er verschränkte beide Hände hinter seinem Körper, während er mit seiner seltsamen, weichen Stimme sprach. Seine Augen starrten mich eindringlich und tief an. Und obwohl er ja nichts Falsches getan hatte, hatte er doch etwas an sich, das mir ein ungutes Gefühl gab. »Mir geht es gut«, antwortete ich und log ihn an. Irgendetwas sagte mir, dass ich ihm nicht die Wahrheit sagen sollte. Das ist gut, sagte er. Nun, und das ist auch schon alles, weshalb ich hierher gekommen bin. Ich bin froh zu hören, dass alles in Ordnung ist. Ich komme bald wieder, um nach dem Rechten zu sehen. Ich war mir nicht sicher, warum dieser fremde Mann darauf bestand, zu sehen, ob es mir gut ging. Aber ich nickte einfach und lächelte ihn leicht an. Ich hob meine Hand, um zum Abschied zu winken, als er sich umdrehte. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, als er sich 2 Schritte von der Tür entfernte. Doch dann drehte er sich wieder um und sagte, »Entschuldige die Unordnung.« Dann machte er sich auf den Weg. Ich schloss schnell die Tür hinter mir und verriegelte sie. Was hatte er damit gemeint? Und woher um aller Welt wusste er, wer ich war? Warum konnte ich ihn nicht einordnen? Der Schock über meine aktuelle Situation machte mich langsam wahnsinnig und es wurde alles nur noch verwirrender. Ich versuchte, jeden anzurufen, den ich kannte. Ich hatte die Hoffnung, dass irgendwann irgendjemand abheben würde oder zumindest, dass das Telefon endlich mal klingeln würde. Nachdem ich meine gesamte Kontaktliste durchgegangen war, wurde das ungute Gefühl, das der fremde Mann hinterlassen hatte, nur noch stärker. Mein Fernseher, den ich seit Tagen nicht mehr ausgeschaltet hatte, berichtete weiterhin über den Fall der vermissten Amelia Brown. Je mehr es eskalierte, desto unangenehmer wurde es, mich selbst auf dem Bildschirm zu sehen. Schließlich schlief ich auf der Couch ein. Als ich am Morgen aufwachte, wehte eine kühle Brise durch meine Wohnung. Als ich die Augen öffnete, hoffte ich, dass das Sonnenlicht in mein Fenster scheinen und mein Handy endlich klingeln würde. Am besten mit meiner Mutter am anderen Ende. Aber draußen war es dunkel und düster. Es regnete in Strömen und der Donner grollte durch das Haus.
Ich sah mich um herauszufinden, woher der kalte Luftzug kam. Mein Körper schmerzte und ich drehte mich zu meiner Küche um. Ich konnte sehen, dass meine Hintertür offen war. Ich stand von der Couch auf und spürte, wie mein Kopf schmerzte. Wahrscheinlich, weil meine Augen zu lange auf den Fernsehbildschirm gestarrt hatten. Meine Füße drückten sich in meinen Teppich und vermieden die getrockneten Blutflecken. Mein armseliger Versuch, den Küchenboden zu reinigen, hatte eine dünne rosa Schicht auf den weißen Fliesen hinterlassen. Ich schlich auf Zehenspitzen über den kalten Boden. Ich streckte meine Finger nach der Tür aus, bereit, sie zuzuschieben und mir nichts dabei zu denken. In der Vergangenheit hatte ich darüber intensiv nachgedacht. Ich hatte mich gefragt, warum meine Tür offen war und wer das getan hatte. Aber diese seltsame Begebenheit war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Gerade als meine Finger die Tür streiften und sich beugten, um sie zu schließen, da sah ich draußen im Regen etwas. Nicht etwas, sondern jemanden. Den Mann. Er stand still in meinem Garten. Er atmete schwer und stand über der Stelle in meinem Garten, wo die Blutlache war. Als die Blitze zuckten, beleuchteten sie seinen bösen Blick. Innerhalb eines Wimpernschlages verschwand er und tauchte wieder auf. Er stand über irgendetwas. Die Szene war erschreckend, aber aus irgendeinem Grund konnte ich meine Augen nicht davon abwenden. Dann, mit einem Mal, nahm der Wind die Tür und schlug sie zu. Durch das Fenster konnte ich sehen, wie der Mann zurückblickte und dann davonlief. Ich ließ mich auf den Boden fallen und drückte mich mit dem Rücken gegen die Tür. Ich stützte meinen Kopf in die Hände und fühlte mich überwältigt von dem, was ich gerade gesehen hatte. Mein Atem wurde schneller. Eine Panikattacke setzte ein. Tränen füllten meine Augen und liefen mir über das Gesicht. Ich schluchzte in meine Hände, bis mein ganzer Körper zitterte. Als ich keine Tränen mehr weinen konnte, schaute ich wieder auf den Fernseher. Dann sah ich aus den Augenwinkeln etwas im Flur. Ich wusste nicht, was es war, aber ich wollte der Sache nachgehen. Ich konnte nicht zulassen, dass weiterhin merkwürdige Dinge passierten und einfach die ganze Welt an mir vorbeiging. Ich meine, wenn ihr mich hier sehen könntet, ich saß auf dem Boden meiner blutgetränkten Küche und starrte in mein Wohnzimmer. Alles war mit Blut verkrustet von dem Verbrechen, das in meinem Haus stattgefunden hatte. Ich konnte niemanden kontaktieren und ich hatte noch keine anderen Menschen gesehen, außer diesem einen seltsamen Mann. Auf einmal fingen die Lichter in meiner Wohnung an zu flackern. Ich ging an meinem Wohnzimmer vorbei, den Flur hinunter, dort, wo ich eine Gestalt gesehen hatte. Bei jedem Schritt, den ich näher kam, schoss ein Adrenalinstoß durch meinen Körper. Ich hatte keine Ahnung, was ich vorfinden würde. Ich ging in mein Badezimmer und schaltete das Licht ein. Auch das Licht flackerte. Und als es dann an war, da zeigte der Raum eine seltsame Botschaft auf dem Spiegel. Sie lautete: Ich bin hier. Ich beobachte dich. Ich fragte mich, wer das geschrieben hatte und warum er mich beobachtete. Wer auch immer es war wahrscheinlich entweder der Mann oder er gehörte zu ihm. Ich hatte keine Ahnung, so oder so, die Angst lastete schwer auf meiner Brust. Aus Angst und dem Drang, alles wieder in Ordnung zu bringen, öffnete ich den Schrank unter meinem Waschbecken. Ich holte Reinigungsmittel heraus und versuchte, die Nachricht auf meinem Spiegel abzuwischen. Als ich rieb und rieb, flackerte das Licht wieder auf, ging kurz aus und als es wieder anging, da war er da. Ich sah ihn im Spiegel hinter mir stehen. Dann ging das Licht wieder aus und an und er war nicht mehr da. Ich zuckte zurück und erwartete, dass er hinter mir stehen würde. Zum Glück tat er das aber nicht, aber was auch immer los war, es war überhaupt nicht gut. Ich hörte auf, meinen Spiegel zu putzen und verließ das Badezimmer. Dann rannte ich in mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich wie ein Kleinkind in meinem Zimmer zu verstecken. Und genau das tat ich auch. Ich versperrte meine Fenster und den Eingang zu meinem Schlafzimmer. Dann stieg ich in mein Bett und deckte mich mit all meinen Decken zu. Ich kauerte mich darunter und zog den Kopf so ein, dass ich nur noch ein klein bisschen Raum für frische Luft hatte. Ich blieb dort liegen, unfähig, mich zu bewegen oder nachzudenken. Ich war völlig erstarrt in Angst und Verwirrung. Eine Zeit lang lag ich wach und dachte über all die verschiedenen Möglichkeiten nach, die sich mir boten.
Um mich herum geschahen so viele seltsame Dinge. Es fühlte sich an, als wäre es ein Geist, der mich verfolgte. Dieser seltsame Spuk mit dem Mann und die Tatsache, dass mein Gesicht immer noch in den Nachrichten gezeigt wurde, war kaum noch auszuhalten. Ich saß nur noch in meinem Bett und machte mir Sorgen. Ich wollte doch einfach nur mit meinen Eltern sprechen oder überhaupt mal wieder mit irgendjemandem sprechen, außer diesem unheimlichen Typ. Ich weinte noch eine Weile und dann schlief ich schließlich ein. Das Einzige, was mich in diesen Tagen ins Bett zu treiben schien, war die schiere Erschöpfung. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war ich immer noch müde. Als ich die Augen öffnete, hörte ich Geräusche von Menschen in meinem Haus. Es schien, als wäre die Polizei hier. Ich hatte das Gefühl, dass ich sogar die Stimmen meiner Eltern hören konnte. Ich sprang also aus dem Bett und riss das Zeug von meiner Tür weg. Dann rannte ich durch den Flur zum Wohnzimmer. Als ich näher kam, merkte ich jedoch, dass niemand da war. Aber ich konnte immer noch die Stimmen von allen hören. Ganz deutlich konnte ich die Schreie meiner Mutter hören. Ich konnte hören, wie mein Vater sie tröstete. Ich konnte sogar den Reporter des Nachrichtensenders hören, der versuchte, den beiden Fragen zu stellen. In der Küche hörte ich verschiedene Polizeibeamte über mein Verschwinden diskutieren. Sie fragten sich, was passiert war, und es klang, als hätten sie überhaupt keine Hinweise. Ich wollte ihnen doch zurufen, dass ich genau hier war, dass ich mich in Sicherheit befand, dass alles in Ordnung sei. Aber ich begann zu begreifen, dass die Stimmen, die ich hörte, wahrscheinlich einfach nur in meinem Kopf waren. Ich hatte so viele Tage alleine verbracht, dass ich mir Dinge einbildete. Mein Gehirn wollte so sehr, dass ich Freude empfand, dass es die Geräusche von Menschen in meinem Haus erfand. Ich meine, wie traurig war das bitte? Als ich den Geräuschen meiner Familie lauschte, die miteinander sprach, da musste ich an die Folge von einer TV-Sendung denken, die ich als Kind mit meinem Vater gesehen hatte. Darin ging es um eine Frau in einer anderen Dimension. Als sie in der anderen Dimension war, fühlte sie sich festgefahren. Die Dinge waren gleich, aber auch irgendwie ganz anders. Die Gefühle in der neuen Welt, in der sie sich befand, ähnelten denen, die ich gerade empfand. Der einzige Unterschied war, dass es bei ihr noch Menschen gab. Menschen, die für sie da waren. Aber für mich gab es hier niemanden. Alle schienen verschwunden zu sein, obwohl ich ihre Stimmen häufig hörte. Ich fühlte mich erschöpft von meinem Leben und wusste nicht, was ich tun sollte. Und da wurde mir bewusst, dass ich das Haus seit fast 10 Tagen nicht mehr verlassen hatte. Ich musste einfach mal raus. Vielleicht würde ich rausgehen und alles würde wieder normal werden. Wer weiß, vielleicht war das alles nur ein großes Missverständnis, ein Riesenfehler. Ich schaltete den Fernseher aus und das Letzte, bevor er schwarz wurde, war ein weiteres Bild, das ich von mir sah. Sie zeigten mich immer noch. Dann zog ich meine Schuhe an und öffnete meine Tür. Die frische Luft fühlte sich gar nicht so frisch an, als sie meine Lungen füllte. Ich wollte mich gut fühlen, wenn ich das Haus verließ, aber ich tat es einfach nicht. Zu viele Dinge waren schiefgelaufen und ich fürchtete, dass die einzige Person, mit der ich in den letzten Tagen gesprochen hatte, irgendwie auftauchen und wieder versuchen würde, mit mir zu sprechen. Und genau das wollte ich nicht. Dieser Typ war mir viel zu unheimlich. Ich ging die Straße hinunter und konnte sehen, dass in meiner Nachbarschaft die Lichter brannten. Ich hatte seit so vielen Tagen keine Menschenseele mehr gesehen, aber es sah so aus, als ob sie noch lebten. Ich ging zu den Häusern meiner Nachbarn und klopfte kräftig an ihre Türen. Doch jedes Mal erhielt ich keine Antwort. Ich schaute in ihre Fenster und sah, dass es so aussah, als ob jemand darin wohnte. Manchmal war der Fernseher an, manchmal das Wasser. Es war wie in einer Geisterstadt, als ob jede einzelne Person gleichzeitig lebte, aber irgendwie auch nicht lebte oder für mich nicht zu sehen war. Als ob ihre Häuser bewohnt wären, aber ihre Körper nicht wirklich physisch da. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Und dann kam ich zu Mrs. Jenkins Haus. Wobei ich glaube, dass es nicht mehr das Haus von Mrs. Jenkins war. Es stand seit ihrem Tod vor etwa 6 Monaten leer. Ihr Tod hatte die Nachbarschaft wirklich erschüttert. Sie war zwar schon über 80, aber sie war immer noch so lebendig. An ihrem 80. Geburtstag sah ich sie sogar draußen auf Händen und Knien bei der Gartenarbeit. Ihre Familie hatte das Haus als Teil ihres Erbes bekommen, aber noch nicht verkauft. Ich fragte mich, ob sie einfach zu traurig waren, um es loszulassen,
Ich weiß nicht, wie ich es tun würde, wenn meine Eltern sterben würden. Ich ging durch Mrs. Jenkins' Garten über den gepflasterten Weg, den ihr Mann vor seinem Tod angelegt hatte. Ein Gefühl der Geborgenheit überkam mich. Ich erinnerte mich daran, wie ich zum ersten Mal in diese Straße gezogen war. Damals luden sie uns hier zum Abendessen ein und kochten mir eine wunderbare Mahlzeit. Wir sprachen darüber, wie lange sie schon in diesem Haus hier lebten. Sie waren wirklich mit dem Haus verbunden. Es ist das Haus, in dem sie ihre Kinder großgezogen hatten, das Haus, in das sie nach ihrer Hochzeit gezogen waren, und ihr erstes richtiges gemeinsames Zuhause. Ich konnte sehen, dass in dem großen Erkerfenster, das in ihr Wohnzimmer blickte, das Licht brannte. Die Jenkins hatten identische Stühle, die nebeneinander standen, und einen kleinen Tisch in der Mitte. Das war der Ort, an dem sie sich am meisten aufgehalten hatten, nachdem sie in Rente gekommen waren. Ich blinzelte, als ich durch das Fenster schaute. Ich versuchte zu verstehen, was sich hinter den Jalousien abspielte. Dann klopfte ich vorsichtig an die Tür. Zu meiner großen Überraschung hörte ich jemanden durch das Haus kommen. Die Tür öffnete sich langsam und dort standen Herr und Frau Jenkins. Ich wusste nicht, ob mich das trösten oder eher mich schockiert fühlen lassen sollte. Es war auf jeden Fall seltsam, die beiden vor mir stehen zu sehen. Ihr warmes Lächeln reichte jedoch aus, um mich glücklich zu machen, besonders nach so vielen Tagen des Alleineseins. Sie luden mich ein, hereinzukommen und setzten sich beide auf ihre Stühle. Ich saß ihnen gegenüber und unterhielt mich mit ihnen in ihrem Wohnzimmer. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich außer mir war bei dem Gedanken, dass nicht nur ich hier drin war, sondern auch die beiden Jenkins. Sie streckten ihre Hände aus und legten sie sanft aneinander. Es war üblich, sie Händchen halten zu sehen. Vor dem Tod von Herrn Jenkins hatte ich sie sogar noch nie getrennt gesehen. Gefühlt hatte man sie immer im Doppelpack erlebt. Ich war froh, dass sie zusammen waren, aber ich musste diese ganze Sache noch verarbeiten. »Was ist hier los?«, fragte ich. Es klang ziemlich heftig, aber ich war so verwirrt von der ganzen Situation. »Was meinst du, Liebes?«, fragte Mrs. Jenkins, und Mr. Jenkins sah mich mit einem besorgten Blick an. »Ich meine, ihr zwei, ihr seid hier«, sagte ich schockiert. »Natürlich sind wir das, das ist unser Zuhause«, sagte Mr. Jenkins, bevor er ein herzhaftes Glucksen ausstieß. »Nein, ich glaube, ihr versteht es nicht. Ihr seid beide tot«, sagte ich und versuchte, damit meine Fragen zu erklären. »Ah, das ist es, was du wissen willst«, sagte Mr. Jenkins. »Das Leben nach dem Tod. Ich möchte wissen, wie und warum sie beide hier sind«, sagte ich. »Dies ist ein seltsames Dazwischen«, begann Mr. Jenkins. »Ich war hier und habe auf sie gewartet. Dann wollten wir beide weiterziehen. Aber etwas hält uns hier fest. Ich frage mich, ob du das bist.« Er drehte sich zu seiner Frau um, um zu sehen, ob sie seiner Meinung war, aber sie schien nicht viel zu denken. »Was bedeutet das für mich?«, fragte ich. »Ist das hier eine andere Dimension oder so?« Ich dachte wieder an die Episode von der Serie. »Irgendwie schon«, mischte sich Mrs. Jenkins ein. »Zumindest könnte es so sein. Wir sind uns nicht ganz sicher.« Wir saßen noch eine Weile da und unterhielten uns. Wir versuchten herauszufinden, wo wir alle waren, aber wir schienen uns nur im Kreis zu drehen. Irgendwann wollte ich einfach wieder allein sein. Ich weiß, ich hatte tagelang darum gebettelt, unter Menschen zu kommen, und jetzt will ich auf einmal wieder alleine sein? Vielleicht hatte ich mich daran gewöhnt. Ich verließ das Haus der Jenkins fast noch verwirrter, als ich es betreten hatte. Wie konnten sie noch am Leben sein? Und wo war ich? Als ich nach Hause ging, dachte ich an die Vorstellung, irgendwo anders zu sein, in einer anderen Dimension, auf einer Existenzebene, die derjenigen, die ich gewohnt war, nahe kam, aber nicht ganz. Es würde Sinn machen, dass ich andere hören konnte. Wenn ich in einer seltsamen Dimension war, sollte ich dann nicht versuchen, in meine eigene zurückzukehren? Aber wie würde das überhaupt aussehen? Ich ging zurück in mein Haus und dachte so intensiv über diese Dinge nach, dass ich nicht einmal darauf achtete, was um mich herum geschah. Ich stieß meine Tür auf, tief in meinen Gedanken versunken, und dann sah ich auf einmal diesen seltsamen Mann in meinem Wohnzimmer. Mit dem Rücken zu mir stand er vor dem Fernseher und sah sich die Nachrichten über mein Verschwinden an.
Meine Familie machte sich immer mehr Sorgen und ich konnte sehen, dass meine Abwesenheit meiner Mutter das Leben raubte. Sie war abgemagert und blass, ihre Augen waren von dunklen Tränensäcken umgeben und die Belohnung für Hinweise wurde immer weiter erhöht, was sie sicher in Schulden stürzen würde. »Sie tun mir so leid«, sagte der Mann mit einem kleinen Lächeln. »Es ist nie gut, wenn die Familien der Opfer so betroffen sind. Deshalb ist es immer besser, jemanden zu finden, der niemanden hat. Aber ich glaube, ich konnte einfach nicht anders.« Seine Stimme wurde leiser und seine Augen starrten auf den Fernseher, wie die eines Dreijährigen auf einen Gameboy. »Was?« fragte ich. »Ich sagte, dass es besser ist, wenn das Opfer keine Bindung hat, aber manchmal ist es einfach unvermeidlich.« Wiederholte er sich mit der Strenge eines Lehrers, der seinen nervigen Schülern schon tausendmal dasselbe erklärt hatte. Ich wollte noch einmal fragen, was genau er meinte, aber ich hatte das Gefühl, er würde ausrasten, wenn ich das täte. Also stand ich einfach da und beobachtete ihn einen Moment lang. Ich wollte entscheiden, was ich als nächstes tun sollte. Er schaute weiterhin auf den Fernseher und drehte sich einfach nicht um. Da strahlte eine gewisse Energie aus, als wäre er zuversichtlich, dass ich ihn nicht angreifen würde. Aber eigentlich wollte ich ihn nur anschreien oder ihn nach Antworten fragen oder irgendwie herausfinden, wie ich von ihr wegkommen könnte. Aber bevor ich etwas tun konnte, drehte er sich langsam zu mir um. Das Licht des Fernsehers beleuchtete mein Wohnzimmer und ließ ihn noch unheimlicher aussehen als sonst. »Soll ich die letzte Nacht wiederholen?« »Was?« fragte ich. Er antwortete nicht. Stattdessen lief er auf mich zu und hob ein Messer über seinen Kopf. Er war wohl bereit, mich zu töten. Sofort schoss mein Adrenalinspiegel in die Höhe und ich rannte rückwärts in meine Küche. Ich drückte mich mit dem Rücken gegen die Hintertür und er schlug mir eine Hand auf die Schulter. Dann hob er das Messer auf und hielt es wieder über seinen Kopf. In diesem Augenblick zog mein Leben an mir vorbei, aber anstatt mich zu wehren, rannte ich einfach nur weg. Er rannte mir hinterher und kam immer näher. Als er kurz hinter mir war, drehte ich mich um und rammte ihm meinen Arm so fest wie möglich an den Hals. Er gab ein seltsames Geräusch von sich, wich zurück, löste das Messer aus seinem Griff und griff nach oben, um sich den Hals zu halten. Sein Messer fiel auf den Boden und ich stellte sofort meinen Fuß darauf. Er überlegte, ob er nach dem Messer greifen oder sich wieder auf mich stürzen sollte, aber stattdessen schrie ich auf und griff selbst nach dem Messer. Ich hatte nicht das Zeug dazu, einen anderen Menschen zu verletzen, nicht einmal einen, der so hinter mir her war, wie er es war, aber ich wollte ihm zumindest damit drohen. Ich hielt ihm das Messer entgegen, als ob ich ihn erstechen wollte. Seine Hände hielt er nun in der Luft, als wolle er mir sagen, dass er sich ergeben hat, aber ich glaubte ihm nicht. Ich wusste, dass er weiter versuchen würde, mich zu verletzen. Ich konnte ihm keine Nachsicht entgegenbringen. Als ich das Messer in der Hand hielt, kam er immer näher an mich heran. Dann griff er mit einer schnellen Bewegung nach meinem Handgelenk. Er zwang mich, das Messer auf den Boden fallen zu lassen. Und tatsächlich, es fiel auf den Fliesenboden. Und dann glitt das Messer für uns beide außer Reichweite. Selbst wenn ich es holen wollte, müsste ich auf den Boden kriechen und ihm den Rücken zuwenden. Ich wollte mich nicht in diese verletzliche Lage bringen. Ich wusste, dass er mich sonst töten würde. Wir standen einen Moment lang mit erhobenen Armen umeinander herum. Es war, als würden wir wie Boxer in den Ring steigen. Das Lächeln auf seinem Gesicht schien noch breiter zu sein als sonst. Es gefiel ihm offensichtlich, was wir taten. Die Verfolgungsjagd hatte etwas, das ihn begeisterte. Dann wurde mir klar, dass ich nicht länger in der Defensive bleiben konnte. Ich musste einen Schritt machen. Ich dachte daran, mit ihm zu reden, um ihn abzulenken, aber ich wollte ihm nicht den Anstand eines Gespräches geben. Stattdessen wartete ich, bis wir meine Küche zur Hälfte umrundet hatten. Dann sprang ich vor und stieß ihn so fest ich konnte. Er befand sich direkt hinter einem Stuhl.
mein Plan war simpel gewesen, aber er funktionierte. Er hatte mir nicht zugetraut, dass ich offensiv werden würde und war von dem Stoß überrascht worden. Er knallte mit seinem Körper auf den Stuhl. Sein Gesicht zuckte vor Schmerz und ich konnte sehen, dass ich ihn wirklich gut erwischt hatte. Aber ich machte den Fehler, zu lange zuzusehen. Anstatt, wie er hofft, zur Haustür zu gelangen, war er direkt hinter mir und ich musste einen anderen Weg nehmen. Jetzt war ich auf dem Weg in mein Schlafzimmer. Gerade noch rechtzeitig schlug ich meine Schlafzimmertür hinter mir zu. Seine Fäuste hämmerten laut dagegen und ließen meinen ganzen Körper vibrieren. Ich konnte nicht glauben, was hier alles passierte. Erst schien es so, als wäre ich verschwunden und jetzt wurde ich von einem fremden Mann angegriffen. Ich hörte, wie die Türklinke zu klappern begann und stellte mir vor, wie seine knochigen Finger danach griffen. Er wollte unbedingt in mein Zimmer. Ich hatte nicht vor, ihn zu lassen. Ich drückte so fest ich konnte gegen die Tür, aber spürte, wie sie langsam nachzugeben begann. Er stieß seinen Körper immer und immer wieder dagegen. Ich war schockiert, wie so ein dünner kleiner Mann mit seinem Körper einen solchen Lärm machen konnte. Meine Füße verloren den Halt auf dem weichen Teppich und ich begann zu taumeln. Ich hatte auch keine Energie mehr, weil ich so lange gekämpft hatte. Mir ging langsam aber sicher die Luft aus. Ich grub meine Fersen noch ein wenig tiefer in den Teppich und stützte mich mit den Armen an den Wänden ab. Ich versuchte, so viel Kraft wie nur irgendwie möglich aufzubringen, um diese verdammte Tür geschlossen zu halten. Er hämmerte und hämmerte. Und dann hörte es auf. Das plötzliche Aufhören der Geräusche und Vibrationen schien eine gute Sache zu sein. Versteht mich nicht falsch, einen Moment lang war es das auch. Ein Gefühl der Erleichterung überkam mich, bis ich plötzlich sein Gesicht an meinem Fenster sah. Er lächelte gruselig und tippte darauf, um mich zu verhöhnen. Als ich Blickkontakt mit ihm aufnahm, winkte er mir sanft zu, als wären wir alte Freunde oder so. Dann beugte er sich aus dem Rahmen des Fensters und kam mit einem großen Stein in der Hand wieder hoch. Ich saß immer noch auf dem Boden, als dies geschah. Ich begann aufzustehen, als er den riesigen Stein immer wieder gegen das Glas knallte und es mit jedem Schlag mehr und mehr zerbrach. Jetzt musste ich aus meinem Zimmer verschwinden, aber ich hatte eine Idee, wohin ich gehen sollte. Ich wollte die Sache ein für alle Mal beenden. In meinen Gedanken tauchte das Messer auf, das mir runtergefallen war. Ich riss die Tür auf und rannte los, um es zu holen. Ich hockte mich auf den Boden und suchte es unter dem Küchentisch. Ich suchte so angestrengt, aber merkte, er hämmerte nicht mehr dagegen. Und das bedeutete, dass es entweder zerbrochen war oder er aufgehört hatte. Plötzlich spürte ich, wie sich von hinten Hände um meinen Hals schlangen. Sie drückten auf meine Kehle. Ich spürte, wie die Luft aus meinem Körper entwich, als er versuchte, mich zu ermorden. Mit einem letzten Griff umklammerten meine Finger das Messer, mit dem er mich einst angegriffen hatte. Ich drückte es fest in meine Hand und wusste, dass ich nur einen Versuch hatte. Er war so sehr darauf konzentriert, mich zu würgen, dass er nicht bemerkte, wie meine Hand mit dem Messer neben seinen Körper glitt. Ich richtete die Spitze nach oben. Und dann rammte ich das Messer in die Seite seines Körpers. Ich zog es heraus und stach erneut zu. Und dann wieder und wieder und wieder, nur um sicher zu gehen. Endlich drückte das Gewicht seines Körpers nicht mehr auf mich. Er sackte vor lauter Schmerzen zusammen und ich spürte, wie sein Blut meine Hand bedeckte und auf den Fliesenboden tropfte. Ich rollte mich zusammen und stieß ihn von mir herunter, bevor ich ihn an den Knöcheln packte und nach draußen schleifte, wobei ich einen mir bereits bekannten Blutfleck auf meinem Küchenboden hinterließ. Ich schleppte ihn in den Hof, angewidert von dem, was ich tun musste. Dann rannte ich zurück ins Haus und versuchte, mich zu waschen. Dabei konnte ich meine Tränen nicht mehr halten. Sie rannen in Strömen mein Gesicht herunter. In einem letzten Versuch versuchte ich, die Polizei anzurufen. Ich wollte sie wissen lassen, was ich getan hatte und warum ich es getan hatte. Ich wollte, dass die ganze Sache vorbei ist. Aber natürlich begann und endete der Anruf auf die gleiche Weise wie all meine Anrufe in den letzten beiden Wochen zuvor. Es klingelte nicht, es war völlig still. Wieder warf ich mein Handy aus Frust zu Boden. Ich war so verärgert über das, was vor sich ging und selbst als ich versuchte, mich wegen Mordes an jemanden zu stellen, der mich angegriffen hatte,
konnte ich die Polizei einfach nicht erreichen. Ich ging zu meiner Hintertür und vergewisserte mich, dass sie verschlossen war. Dann schaute ich ein letztes Mal durch das Fenster. Der Regen begann draußen auf den Körper des unheimlichen Mannes zu prasseln. Ich begann zu hinterfragen, was er zu mir sagte, bevor die Dinge aus dem Ruder liefen. Was hatte er gemeint mit der Wiederholung der Nacht? Warum war er so versessen auf mich? Was um alles in der Welt bedeuteten diese kryptischen Dinge, die er sagte? Ich war verwirrt, aber vor allem war ich erschöpft. Ich ging hinüber in mein Wohnzimmer, das nicht mehr mit tiefen, dunklen Blutflecken übersät war. Ich ließ mich in meinen Sessel fallen und dachte wieder an meinen Vater. Ich fragte mich, wann ich ihn wiedersehen würde. Ich fragte mich, ob ich ihn überhaupt jemals wiedersehen würde. Ich schaltete den Fernseher ein und verfolgte die Entwicklung des Falles erneut. Auf dem Nachrichtensender waren sie immer noch in meinem Haus. Sie zeigten den Tatort und ab und zu kamen Leute heraus und gaben weitere Informationen. Alle paar Minuten tauchte ein Bild von mir auf und eine Beschreibung wurde auf allen Sendern ausgestrahlt. Sie wollten mich wirklich finden, aber ich wusste, dass sie es nicht schaffen würden, weil ich hier war und sie eben dort, wo auch immer hier und dort waren. Ich war allerdings froh, dass der Mann tot war. Ich war froh, dass ich nicht mehr mit ihm zu tun haben würde. Und mit seinem Tod kam auch eine gewisse Erleichterung. Gerade so viel Erleichterung, dass ich in meinem Sessel einschlafen konnte. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, gab es anscheinend eine wichtige Neuigkeit. Laut der Polizei hatten sie meinen letzten Aufenthaltsort herausgefunden. Anscheinend wurde ich in der Nacht vor meinem Verschwinden an einer Tankstelle von einer Überwachungskamera gefilmt. Ich sah zu, wie die Aufnahmen von der Tankstelle abgespielt wurden. Ich war an diesem Morgen dort. Ich erinnerte mich ziemlich genau. Plötzlich tauchte meine Mutter auf dem Bildschirm auf. Sie bat erneut die Öffentlichkeit um Informationen. Dann sagte die Polizei, dass noch mehr Filmmaterial vorliegen würde. Es zeigte einen Mann, der von hinten auf mich zukam und mit dem Rücken zur Kamera stand. Er hatte ein Messer in der Hand, das er mir in die Kehle hielt. Er schubste mich ins Auto und wir fuhren los. In der Ecke des Bildschirms konnte ich sehen, wie meine Mutter auf das Filmmaterial reagierte. Sie saß genauso wie ich und es zerriss ihr das Herz. Aber das Auto wurde nirgendwo sonst gefilmt. 4 Stunden lang wusste niemand, wo es war, aber sie wussten, dass es schließlich bei mir zu Hause landete. Die Polizei versuchte herauszufinden, wohin ich gefahren war, aber anscheinend war alles, was mich hätte aufspüren können, ausgeschaltet. Auch mein Handy. Die Polizei hatte die Aufnahmen der Überwachungskameras 1,5 Stunden lang abgespielt. Es war immer wieder das gleiche Video. Immer und immer wieder. Aber ich konnte meine Augen nicht davon abwenden. Irgendwann geschah dann etwas anderes. Eine neue Person wurde zum Interview gebeten. Jemanden, den ich nicht kannte. Es war ein freundlich aussehender Mann mit einer kleinen Baseballmütze und einer blauen Weste mit dem Logo der Tankstelle. Er begann, den Mann zu beschreiben, der hinter mir auftauchte. Ihm zufolge war der Mann dünn und blass. Er hatte tiefliegende Augen und einen zurückweichenden Haaransatz mit einer kahlen Stelle am Hinterkopf. Sein Lächeln war schief und seine Zähne standen auch schief. Er trug ein kariertes, kurzärmeliges T-Shirt mit Knopfleiste und eine Khaki-Hose. Seine Schuhe waren strahlend weiß und klobig. Dann tauchte das Phantombild im Fernsehen auf. Und ich war schockiert. Das war er. Das war der Mann, der mich gequält hatte. Der Mann, der mich angegriffen hatte. Etwa einen Tag lang strahlte die Polizei das Phantombild weiter aus. Zwischendurch zeigte sie das Innere meiner Wohnung, bis das Nachrichtenteam exklusiven Zugang erhielt, um einen weiteren Rundgang zu machen. Das Fernsehteam trat durch die Haustür und schwenkte über das Wohnzimmer. Sie gingen durch meine Küche und durch meine Hintertür und zeigten all das Blut, das ich zuvor gesehen hatte. Sie zeigten Nahaufnahmen von der Stelle, an der ich mich gewehrt hatte, und achteten besonders auf ein Messer, das sie in meinem Garten gefunden hatten und dessen Fingerabdrücke mit denen übereinstimmten, die in meinem Auto gefunden worden waren. Sie zeigten mit der Kamera auch mein Badezimmer und zeigten die Nachricht, die ich gesehen hatte. Die auf dem Spiegel. Ich fragte mich, wie das alles sein konnte. Ich hatte die Nachricht vor der letzten Nacht nicht gesehen und wenn der Typ mich von der Tankstelle entführt hatte,
war es offensichtlich, dass es eine spontane Sache war, zumindest soweit ich das beurteilen konnte, dass er mich eben zufällig ausgewählt hatte. Ein paar Tage später kam in den Nachrichten endlich etwas, das mich beruhigte. Sie hatten den Mann gefunden. Die Nachrichtensprecherin erzählte, wie die Polizei ihn gefunden hatte. Sie sagte, dass sie ihn durch einige Hinweise aufgespürt hatten, die sie direkt zu seiner Wohnung führten. Als sie schließlich den Durchsuchungsbefehl bekamen und die Tür öffnen wollten, da begann er wild um sich zu schießen. Die Cops erwiderten das Feuer, denn sie hatten keine andere Wahl. Die Polizei besprach dann zum ersten Mal den Rest meiner Bewegung. Sie sagten, dass mein Auto nach meiner Entführung erst 4 Stunden später wieder bei mir zu Hause abgestellt wurde. Soweit so bekannt. In dieser Zeit hatten sie keine Ahnung, was passiert war, aber schließlich kam mein Auto zurück. Sie vermuteten, dass er mich nach Hause brachte, mir etwas antat, mich verletzte und mich dann zurück in mein Auto brachte. Sie zeigten, dass auch mein Auto blutverschmiert war. Schließlich sagte die Polizei das Erschütterndste, was sie sagen konnten. Sie waren der Meinung, dass ich nicht mehr am Leben sei. Die Menge an Blut, die am Tatort gefunden wurde, deutete darauf hin, dass ich getötet worden war. Jetzt mussten sie nur noch meine Leiche finden. Meine Mutter und mein Vater tauchten wieder auf dem Bildschirm auf. Sie schluchzten beide bei dem Gedanken, dass ich nicht mehr da war. Ich schluchzte auch. In meinen Augen war ich sehr wohl am Leben. Ich saß nur in einer seltsamen Welt fest, in der ich weder zu ihnen noch zu anderen Menschen Kontakt hatte. Ich hörte meine Eltern, wie sie darum bettelten, die Polizei solle mich endlich finden. Als sie den Nationalpark durchkämmten, fanden sie schließlich etwas. Ein frisch gegrabenes Loch. Die Polizei umstellte es und wies darauf hin, dass menschliche Überreste vorhanden waren. Und dann fanden sie mich. Ich sah zu, wie die Polizei meine Leiche barg und meine Mutter auf die Knie sank. Meine Geschwister schluchzten und wandten sich von der Kamera ab. Das war's. Ich war offiziell tot. Alles, was ich in den letzten Tagen erlebt hatte, war eine Art seltsamer Weg ins Jenseits. Und diesen habe ich euch soeben erzählt. Hey, du willst doch noch nicht gehen, oder? Hör uns doch einfach weiter zum Einschlafen. Und zwar am besten auf allen gängigen Streaming-Portalen. Erster Link in der Beschreibung. Falls du dort einen Premium-Account besitzt, hörst du uns auch werbefrei. Erster Link in der Beschreibung. Gute Nacht.